Weiter geht's. So, wir wollten. Hoffentlich ist die Minute vergangen. Sieht nicht so aus. Ich brauche noch 12 Stück. Gib mir alles. Nee, also, es sieht so aus, dass das Fließband noch Geschwindigkeit hält. 14, 15, so 303. Warte ich noch auf ein paar Stück, glaube ich, ab. Weil ich brauche ganz sicher für irgendwas anderes noch. Die Dinger. 13, 322 habe ich, sollte jetzt reichen. Von hier gibt es noch keinen Fallschaden, das ist gut. Okay, dann haben wir die nächste Feldforschung. Und Milestone reached. The molecular analysis machine, referred to as the MAM, will allow R&D to provide new technologies, items and buildings based on samples collected in the field. Ja. Sieht schon nice aus, wenn er so hoch fliegt. Ist geil, ist geil. Sieht einfach geil aus eigentlich. Hat man sich schon Mühe gegeben, muss man sagen. So. Muss ich jetzt nächsten Meilenstein auswählen? Basisbau. Dann könnte ich endlich mal die Fundamente bauen. Und auch erfahren, was man dafür alles braucht. Und theoretisch ist das alles jetzt bei mir automatisiert, was ich dafür brauche. Also Beton wird gemacht, Eisenplatten wird gemacht, Eisenstangen werden gemacht. Also Meilensteine auswählen. Dann muss ich natürlich warten, bis der Frachter zurückkehrt. In gewisser Zeit. Also da steht noch 2 Minuten, 5 Sekunden. Und ich denke, in der Zeit kann ich noch ein bisschen Blätter sammeln natürlich. Warte mal, das ist auch bald zu Ende, ne? Ich habe ja ein bisschen Zeit. Mache ich Biomasse. Holz habe ich nicht, aber das habe ich. Dass ich da ein bisschen von habe, ist nicht viel. Das sind ja überhaupt nicht viel, ne? Ich hoffe, das sammelt sich hier hinter mal so. So, was haben wir hier? 190, zack, 200 voll. 123 sollte noch für eine gewisse Zeit reichen. Demnächst muss ich halt auf die Suche gehen und auch Kettensäge freischalten, damit ich die Bäume auch hier wegmachen kann. Da Kettensäge muss ich aber auch mit Biomasse, kann ich aufladen. Ne? Das ist gut. Ist richtig und gut. Später kann ich mal mit Öl. Das ist der Next Ship. Ah, okay. Braucht 200. Wird er wieder voll geballert. Das nehme ich auch. Stört er keinen. So. Ah, genau. Jetzt gehe ich erstmal zum Beton. Brauche ich 200 Stück Beton, 100 Eisenplatten, 100 Eisenstangen. Nochmal zur Erinnerung. Ich gucke, wie viel ich denn hier gemacht habe. Denn es fließt, es fließt. Hier ist es voll, macht 15 pro, aber es genügt, das ist gut. Beton habe ich, Eisenstein habe ich, jetzt muss ich Eisenplatten, wenn die auch genug sind, perfekt. Der Frachter kehrt in 13 Sekunden zurück, 10, wie sieht man den schon in Tor? Man das? Ist das der? Nee. Der ist schon zurückgekehrt, oder? Ah, nee. Boah, sieht das hässlich aus. Da muss man ein bisschen näher kommen. Ich glaube, das ist, weil ich auch die Weitsicht zurückgeschraubt habe. Aber ich kann. Bei mir läuft das flüssig. Die Aufnahme stottert. Ich habe alles auf Mittel zurückgeschraubt. Obwohl das auf Ultra stand. Full HD. Was heißt Full HD? Ultra und 4K. Ja. Fast 4K, das war 2500 bla 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 Pixel. Also 2K oder was auch immer das ist. War automatisch eingestellt. Ultra und 2K. Ich habe jetzt auf Full HD gestellt. Alles auf Mittel, glaube ich. Einige auch ausgemacht. So, die Stars. Ja, ist das V-Sync, die Stars auch ausgemacht. Ich dachte, vielleicht ist das ein Fluss.
Sieht auch ein bisschen flüssiger aus, aber immer noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was los ist. Und ich habe Angst, dass ich, wenn ich mehr baue, dass es halt mehr gestörter geht. Aber egal. Nach nächsten. Das war ja ganz schneller. Update, ne? So, jetzt habe ich Basis gebaut, dass ich jetzt die Milestone. Fundament habe und Wände sogar. Das ist geil, eigentlich. Das ist geil. Also Beobachtungsturm habe ich auch. Kann ich bauen, ne? Ja, ich baue einfach einen Beobachtungsturm, dann machen wir ein schönes Ding-Bum. Ding-Bum. Wo baue ich den? Einfach hier daneben so. Bam. Damit ich sehe, was da los ist überhaupt. Und hochklettern. Huch. Ja. Alles mit Kupfer, alles mit Eisen, der ist Beton, hier schon mal. Also ist schon mal was los, ne? Und so ist das nicht. Wasser ist auch nicht so super viel Fläche. Wasser aber reicht. Man braucht ja nur ein kleines Fütz. Sogar ein Fluss, das ist ja nice. Vielleicht. Für Auto brauche ich da eine Brücke. Ja. Und hier mache ich dann so Beton, zack, 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 über das Wasser, wo ich auch das hier bauen kann, zack, zack, und dann erweitere ich dahin, denke ich mal. Ja, ich will auch hier nicht weiter oben sein. Ah! Ich habe Angst, dass ich gleich das passiert. Gut, ich bin nicht gestorben und dort ist nicht so tödlicher Fall. Was war das? Frachter. Ich dachte, das ist schon passiert. Das ist kein Sturm oder so. Okay, wir müssen ja nächsten Meilenstein auswählen. Nee, denn wir sind produktiv. Meilenstein verfügbar. Okay, Stufe 0 und 1 ist abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Stufe 2, die wird jetzt länger dauern. Das ist ja klar. Nee? Aber auch nicht allzu lange. Also was heißt allzu lange? Schon mehrere Stunden. Dann aber Stufe 3, Stufe 4. Genau, ich muss auch Weltraumlift abschließen, ne? Da muss, oh, das muss ich auch machen, damit ich das weiterkomme hier, ne? Kann ich denn den schon bauen? Ja, sieht so aus, ne? Da, Förderband MK2. Was MK bedeutet, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall ist das die Stufe 2. Aber was brauchen wir denn? Da, Fabrikator, kann ich auch die verstärkte Eisenplatte bauen. Ist das richtig? Ja. Weil kann man zwei Sachen reinbauen, kommt eine Sache raus. So, war das Kupferblech. Ich habe irgendwelche Sirenen im Hintergrund hier. Also im Spiel, hoffentlich. Kettensäge, das will ich haben, ne? Fester Biostoff kann ich dann machen. Und das kann ich eigentlich direkt etwas machen, ne? Auch. Das finde ich mal Fortschritte, produktiv. Dann kann ich ein paar Bäume auch direkt fällen. Ja, theoretisch, hier. Nägel habe ich genug. Ich nehme trotzdem die Eisenplatten, glaube ich, mit. Ein paar Stück, die braucht man immer. Aber was wichtiger ist, ist das hier. Nehme ich hier rein, nehme 200 mit, reicht vollkommen. Da. Boom. Ist voll geil. Boom. Boom. Uff, ich werde immer höher, oder? War lustig. So. Jetzt kommt Ernst. Manchmal laber ich Scheiße. Das tut mir leid. Okay. Hier kommt Dings. Habe ich genug. Theoretisch ja. 166, ich brauche nur 100. 100 Beton, 100 Eisen. Nee. Kabel, 500 Schrauben. Und gemerkt für nächste Aufnahme, dass ich meine Cam auf die Seite. So. Alter, ist der Kopf abpackt. So. Komplett in die Seite reinballern. Ja, ich bin
Es tut mir leid. Ist der Tag lang, ich fange an, Scheiße zu lernen. So. Das sind zwei von diesen Viechern. Ich hoffe, einfach mal gehen die hier ein bisschen abseits. Ist zwar schön und gut, aber einfach mal. Da ist noch einer. Drei. Uiuiui. Ui. Ich habe auch Angst, die einfach mal mit Schusswaffe oder so sauber zu machen, weil ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Die sehen schon so aus, dass die mehr Ärger machen können. So. 500 davon, 100 davon. Und. Ah! Ich brauche Kabel. Das kann ich noch nicht automatisiert machen. Fuck. Ich habe mich schon fast gefreut, dass ich wieder alles machen kann. Aber egal, ich habe dann gleich. Wenn ich das fertig habe, hoffentlich. Also genug Kabel, ich habe 26, muss ich 75 mindestens haben. Bedauern. Dass ich dann Kettensäge habe. Und mit Kettensäge mache ich ein paar Bäume kaputt. Das ist jetzt, glaube ich, diese Aufnahme so lange da. Also ich mache mir jetzt Timestamps, wann ich schneide und so weiter. Das ist dann die theoretisch Folge 6. Ging dann in Folge 6, jo. Zweiter Aufnahmetag, aber schon 6 Folgen. So, sollte genügend sein. Das geht schneller, das ist gut. 50. Machen wir noch 120, oder? Wenn das überhaupt reicht für 120. Nee, ich glaube nicht. Oder? Fast. Machen wir einfach jetzt Stopp, damit ich auch ein bisschen Kupferdraht habe. So. Bam. Auch einen Knopf gedrückt. Das ging ja einfach. Milestone reached. Bla bla bla. Ja. Da muss ich auch schon direkt nämlich den nächsten. Das ist unrelevant, finde ich. Also. Das weiß ich auch nicht, was, also da kriegt man irgendwelche Coins oder so zurück und die kann man für etwas anderes aufwerten, oder? Da, teilnehmende Pioniere werden mit Coupon für den Awesome Shump belohnt. Und hier... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich mache einfach das hier. Nee. Ich mache das, damit ich Fabrikator habe. Ist ja logisch, ne? So, aber. Geh mich hier hin und mache eine Kettensäge als. Mache die To-Do-Liste. Brauche ich Kabel? Ich brauche versteckte Eisenplatten. Wie viel brauche ich denn davon? 5 Stück. Und ein bisschen Kabel noch. Da muss ich auch gleich Draht holen. Also Kabel kann ich noch machen. Zack, 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 zack. Und versteckte Eisenplatten. Kann ich ganz viel machen. Also ich mache aber nur ein paar. 9 braucht er, sagt er. Ah, machen wir dann 9. 10. Ja, passt. Also ich 11 wäre schlauer, aber egal. Kann ich jetzt eine Kettensäge machen? Ja, Kettensäge, zack, ne? Kann ich so switchen einfach? Geil. Dann muss ich nur noch ein bisschen Biomasse machen und daraus festen Bio-Treibstoff machen. Denn das ballert. Muss ich auch automatisieren gleich, glaube ich, die Bio-Treibstoffherstellung. Ja. So, erstmal habe ich davon genug. Wie lade ich eigentlich? Ah, da steht schon unten links unter der Kettensäge, was er braucht. Also das, was ich gerade hergestellt habe. Das kann ich ja noch alles sammeln. Braucht der Gerät nicht, oder? Aber der macht dann direkt komplett so große Fläche weg. Aber trotzdem ist das halt unsinnig, weil ich dann einfach mit E einfach durchlaufen. Bekomme ich halt nur Blätter, so wie es aussieht. Und wenn ich es so mache,
macht man Blätter. Also ist das halt unsinnig, das zu machen hier, wenn man so durchdrückt, zack, 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 kann man auch E drücken, ganz schnell. Sowas will ich machen. Geil. Direkt plus 6 Holz, plus 250 Blätter. Muss halt aufpassen auch, dass man hier genug Platz hat. Ja. Nein, ich mache das ganz schnell jetzt. Damit ich ein bisschen von diesem neuen Biotreibstoff habe. Das ist ziemlich laut, oder? Damit ich ein bisschen von diesem Biotreibstoff habe und dann versuche ich das auch zu automatisieren. Die Herstellung von Biotreibstoff ein bisschen zu automatisieren. Natürlich muss ich die Rohstoffe manuell sammeln, in ein Lager, denke ich mal, platzieren. Von dem Lager werden die... Theoretisch habe ich, ja, also ich weiß nicht, wann mal werde ich so viel, also ich weiß nicht jetzt, wie. Kurze Vorgeschichte, wenn überhaupt jemand bis hierhin geguckt hat. Ich habe ja die erste Spiel gespielt, wo ich die Biomassen, wie heißen die? Hier, Biomassengenerator durchlegt habe und dann bin ich auf Kohle umgestiegen. Da brauchte die Kohlekraftwerke noch kein Wasser. So. Das habe ich alles erlebt. Aber ich weiß, der Umstieg war eigentlich schon recht intensiv, weil ich bin mit dieser Kettensäge mehrere, glaube ich, Minuten einfach Bäume gefällt, automatisiert und ich hatte ganz viele von diesen Biomassengeräten, bis ich auf Kohle umgestiegen habe. Kohle kann man dann komplett automatisiert machen. Heißt, man hat irgendwo Kohlevorkommen, von den Kohlevorkommen kann man so mit Minern, ganz normal wie mit diesen Minern rausholen. Dann kommen die mit dem Förderbänder, können transportiert werden zu diesen Kohlekraftwerken, dort halt zum Strom verarbeitet werden. Ganz einfach. Heutzutage auch muss da noch Wasser reingeballert werden. Die Wasserrohr, bla bla, war schon, also habe ich, hat mir nicht gefallen. Aber dazu nebenbei. Ja. Deswegen, ich habe jetzt überlegt, worauf ich überhaupt hinaus wollte. Ich wollte damit sagen, dass ich eigentlich ganz viel von diesen Biomasse, also Holz, Blätter und so weiter, ganz, ganz, ganz viel sammeln muss. Ja, das war's eigentlich. Das wollte ich sagen. Ja, gehen wir mal hoch, nehmen wir 500 davon mit, das ist schon gut. Kein Fallschaden. Ja. Gehe ich hier rein. Wollte ich das machen? Nee. Ich wollte, dass halt ich... Organisation. Das ist auch nice. Zwei Lagercontainer muss ich bauen. Da werden halt Blätter, Holz reingelagert. Dann geht es zweimal, weil das zwei unterschiedliche Sachen sind, in zwei Konstruktoren, die habe ich schon, so zack, zack, dann werden daraus diese Biomasse produziert. Und diese Biomasse ist zwar beides das gleiche, mache ich einen Lagercontainer, wo die beide da reingelagert werden, drei, werden die zusammengesammelt und von dort aus mache ich wieder einen Konstruktor, glaube ich, hoffentlich braucht man, wo das zum diesen Fest-Biotreibstoff wird. Also ich mache Blätter und Biomasse und den auch und die werden auch gesammelt. Also ich brauche nicht Konstruktoren, sondern vier Lagercontainer. Das ist schon eine Menge. Und dafür brauche ich auch ganz viel Platz. Und diesen Platz suche ich mir auch ganz sicher hier aus. Okay. Ah ne,
brauche erstmal die Sachen dafür. Ich brauche Kabel. Und ganz gewiss. Also erstmal mache ich Kabel. Ich habe auch genug Draht. Das ist gut. Ich mache einfach ganz viele Kabel, dass ich übergenügend habe. Und versteckte Eisenplatten. Ja, versteckte Eisenplatten auch ein paar Stück machen. Das geht schnell. Relativ schnell. 8, 9, 10, 11, 12 sollte reichen, ne? Okay. So, dann fangen wir mal an. Lagercontainer. Also ich komme hier hin angelaufen. Da habe ich zwei Lagercontainer. Einmal Blätter, einmal Holz. Zack, zack. Und die werden beide zu dem Konstruktor hier transportiert. Also tue ich da rein, einmal Blätter, einmal Holz. So. Und so. Und am besten wird das. Das habe ich jetzt natürlich Biomassengenerator direkt hier bauen. Was ich. Nur 11 erstmal reinballer. Was ist das für Geräusche, oder? So, wir verarbeiten uns weiter. So, und dann noch ein. Lass es mal hier. Der macht aus Blätter. Also links ist Blätter, rechts ist Holz, muss ich merken einfach. Und dann tue ich alle Blätter hier rein. Das ist falsch. Warte mal, hier waren Blätter, ne? Links Blätter. Rechts Holz, das ist halt ein bisschen anders, weil ich eigentlich von hinten mal ankommen werde. So, richtig. Holz. Blätter. Gut. Und beides wird ja das gleiche. Biomasse. Das heißt, ich brauche hier einfach einen Fusionator, der so aussieht. Dann 3 drücken. Einfach. Von links und von rechts. Das geht in alles in einen Lagercontainer. Weil kann sein ja, dass es halt viel schneller geht und ich viel mehr brauche, dass ich dann auch einfach mal selber was herstellen muss. Und dann kann ich ja wenigstens die Biomasse aussammeln. So, die geht hier rein, ne? Und von hier muss ich dann ein Konstruktor wieder bauen. Mache ich so. Und das wird einfach fester Dingsbums, ne? Und da braucht jemand noch nicht durch den langen Weg, weil das eine reicht eigentlich. Da wird jetzt den Dings reingeballert. Und jetzt brauche ich noch einen Lagercontainer. Zack. Auch hier irgendwo so, zack. Und das hat. Da reingeballert. Das muss ich jetzt nur mit Strom versorgen alles. Ah, das war's eigentlich. Ja, jetzt warten wir auf Bio-Geräte. Mach ich eigentlich auch so ganz schnell. So, und das läuft. Nicht schnell, aber es läuft. Wie viel habe ich denn jetzt? 18, ne? Ja, das läuft. Hier sammelt sich das eigentlich. Ich sollte eigentlich viel schneller sammeln, aber natürlich ist das hinterm auch leer. Muss ich viel mehr sammeln. Und nicht vergessen, dass hier Blätter reinkommen. Habe ich nicht genug. Und hier Holz habe ich nicht mehr. Das ist ein Problem. Aber okay. Hauptsache, es geht voran. Alter Vogel, hörst du, wie hört es dich wirklich wie Schritte? Ja. Sammeln. Kennen Sie? Ja, habe ich genug, ne? So.
wenn man noch Holz hat, weil aus Holz werden ganz viele Sachen daraus gemacht. 12 Holz. Ist nice. Da stehen auch ein paar Bäume nicht im Weg. So. Man hat immer gedacht, von diesen hohen Bäumen kommt da viel mehr raus. Hier habe ich 29 Holz plus gemacht. Okay, da war auch ein großer Baum drin. Das ist gut. Also, wenn man so in der Nähe von vielen Bäumen steht, hätte ich auch alle gemacht. Das ist nice. So, ich habe jetzt 600 Blätter. Man denkt, das ist voll viel. Irgendwann ist das nicht genug. Also, ist natürlich gelogen. Vielleicht laufe ich jetzt gerade schneller als damals. Und weil ich jetzt eine Aufnahme mache und so weiter, ist die Zeitgefühl auch irgendwie anders, als wenn ich alleine gespielt habe, für mich selber sozusagen. Jetzt bin ich auch fast anderthalb Stunden konzentriert am Spielen. Das ist eigentlich selten bei mir gewesen, dass ich so lange eigentlich auch konzentriert am Spielen war. Egal, links Blätter, rechts Holz. So richtig, ne? Blätters. Holz. Richtig. Dann wird wieder Holz mal rausgeballert. Hier reingeballert. Dann wird hier 31 immer noch. Aber das ist gut. Wird das hier halt Biomasse gesammelt? Weil das wird jetzt auch gesammelt. Weil jetzt weiß ich gar nicht. Sieht so aus, als ob das hier sich wirklich staut, ne? Ja, das staut sich richtig. Hier nicht, aber hier schon. Aber das ist okay, weil der Lagerplatz ist da wirklich endlich. Das ist kein Problem, dann wird das halt irgendwann da ausgeleert. Die Biomasse, das ist Brennstoff, sollten angeblich 60 pro Minute sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das wartet, bis das voll ist. Aber 92, das ist schon einiges eigentlich. 112 habe ich jetzt insgesamt, kann ich auch bald die ganzen Dinge da, also hier einladen, kann ich eigentlich auch verbinden mittlerweile alles mit allem, das ist ein Ganzer, mache ich jetzt auch, glaube ich. Ich sehe noch Platz, ja, machen wir aber trotzdem so. Gehen wir einfach von dort, hoffentlich kann ich so direkt ziemlich lange durchziehen, so. Noch Platz, machen wir einfach so und von hier so. Jetzt haben wir eigentlich da ein bisschen weiter erhöht. Insgesamt können wir jetzt 70 Megawatt machen. Konsum ist gerade 33,2. Maximal war das 41. Alles noch in Ordnung. Ja. Die Biomasse nehme ich einfach nicht so. Auch nicht so und ich damit vollballern erstmal. Hoffentlich passt das. Die Biomasse kann ich eigentlich ganz schnell hier selber manuell machen, sag ich mal. Warum habe ich jetzt wieder so viele Blätter? Aber die kann ich selber erstmal herstellen, weil dort ist das schon langsam. Aber in der Zeit sammelt sich das trotzdem. Also ich glaube, ist Produktion und Verbrauch ist gerade, dass ich mehr produziere, als ich verbrauche. Hoffentlich. Viel mehr, weil Lagerplatz ist auch nicht so ganz vollgeladen. So. Aber gut. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ich habe es jetzt automatisiert. Das wollte ich auch schaffen. Dankeschön.